Tschüsschen. Herzlich willkommen hier in Orlando, Florida. Wir sind hier im Universal Park. Hier findet man alles. Harry Potter, die Minions, nackte Weiber, alles was man braucht. Hinter uns stehen gerade ganz viele Amerikaner, die uns ganz komisch angucken, weil sie kein Wort verstehen. Und wir könnten ganz gemeine Sachen über sie sagen, zum Beispiel, dass sie unheimlich dick sind. Das heißt hier was anderes. Luke ist nicht so excited, weil der hat einen Jahrespass. Für ihn ist das irgendwie ein kalter Kaffee. Ich bin ganz aufgeregt. Endlich Harry Potter besuchen, endlich nach Hogwarts. War schon immer ein Traum von mir. Und wir gehen jetzt rein und werden den ganzen Tag Karussell fahren. Und ich habe Motion Sickness, ich stehe immer nur draußen und filme. You go and prove I am high wrong. So, ihr Lieben, wir haben jetzt schon irgendwie zwei, drei Touren hinter uns. Ihr wisst ja, ich habe Motion Sickness, das heißt, ich kann das meiste leider nicht mitmachen. Aber ich war gerade im Dominions-Ding drin. Da gibt es extra so einen behinderten Motion Sickness-Bereich, wo sich dann diese Fahrzeuge nicht so bewegen. Das war ziemlich cool. Es ist natürlich unglaublich, ne? Was die Amerikaner in Sachen Entertainment hinlegen, ist schon krass, aber es hat auch seinen stolzen Preis. Wir zahlen ja ungefähr 160 Euro Eintritt. Aber ja, jetzt, der Teil, wo ich mich am meisten drauf freue, kommt jetzt erst noch. Wir gehen nämlich gleich in den Harry Potter Teil und da haben die wirklich Hogwarts nachgebaut und Gleis 9, 3 Viertel und so weiter. Und dafür fahren wir dann auch noch mit so einer Bahn. Es sind im Prinzip zwei große Parks. Wir fahren von der einen Seite zur anderen mit der Bahn. Also richtig geil, ihr seid natürlich die ganze Zeit dabei und ich werde jetzt erstmal ein bisschen Alligator Wrestling habe ich schon gemacht, ich werde jetzt ein bisschen Shark Wrestling und das braucht ihr euch nicht angucken, weil ich gewinne eh. Ich werde bekloppt, ey. Wir haben hier wirklich die Winkelgasse nachgebaut, liebe Community. Ich weiß nicht, ob ihr es seht. Unglaublich, unglaublich. Die Bücher von Harry Potter. Ah, Gilderoy Lockhart. Ich werde bekloppt. Unglaublich. Das ist halt echt ein Harry Potter Overkill hier. Daily Profit. Leute, das ist ja wohl der coolste Scheiß ever. Meine Haare sitzen nicht. Ihr Lieben, ich bin in der Winkelgasse. Das muss ich mir vorstellen. Die haben die Winkelgasse aus Harry Potter nachgebaut. Es ist total verrückt. Schau mal, da hinten ist der Drache oben. Ich werde bekloppt, ihr Lieben. Total krass. Überall Gryffindor hier. Alles von der Zauberstelle, Emi. Und Sascha. Hocus Pocus. Wisst ihr, das Prinzip bei Harry Potter ist ja nicht, dass man sich einen Zauberstab aussucht, sondern der Zauberstab wählt ja einen selber. Das heißt, er spricht zu mir. No, that's fine. That's serious.
So, und das hier ist jetzt mein Zauberstab. Wingardium Leviosa. Finde ich aber hässlich, deshalb nehme ich einen anderen. So, ich habe mich jetzt doch für einen gewissen Harry Potter oder so entschieden, weil er ist interaktiv. Das heißt, wir werden da tolle Sachen mitmachen, aber ich muss jetzt eben schnell bezahlen. Das ist mein erster Zauberstab. Haus aus dem Orden des Phönix, wo quasi diese, wie heißt der Orden des Phönix mit Dumbledore und so weiter, quasi die Guten, die für das Gute kämpfen. Harry Potter hat dann in diesem Teil dieses Haus, wo das nur er finden kann und so weiter. Auch das haben sie ja nachgebaut. Und wie heißt die Straße? Grimmauld Place. Number 12 quasi. Und Lobo und ich sind da, mal gucken. Ich müsste wahrscheinlich aufzaubern, aber heiß. Ich muss Ich muss meine Batterie noch ein bisschen aufrechterhalten. So, und jetzt kommt ein mega Übergang. Meine Lieben, das ist jetzt der Bahnhof King's Cross. Wir sind jetzt auf dem Weg zum Gleis 9 3 Viertel. Yay, Gandalf! Auf zum Gleis 9 3 Viertel, um rüber nach Hogsmeade zu fahren. Also in der Tat, es ist der zweite Teil des Parks. So, ab nach Hogsmeade. Hogsmeade! Wir gehen zu der, durch die Wand durch. Oh, Grad, ich schwitze den Arsch ab, aber hier ist Schnee, ne? Das Hogsmeade, ne? Da schneit's immer. Ganz schön heiß. Die Silhouette hinten ist großartig, ne? Wahnsinn. Luke trinkt sein Butterbier. Los, Luke. Harry Potter Butterbeer. Okay. Nach was schmeckt es, Luke? Cream Soda, so. Okay. Cream Soda gibt es nicht in Deutschland. Glaube ich, oder? Sahne-Softgetränk. Sahne-Softgetränk. Deep-tested Butterbeer. Interessant. Wirklich so ein bisschen wie... Im Milcheis? Nee, wie heißt es? Softeis. Spannend. Aber lecker, kann man trinken. Aber ich möchte nicht wissen, wie viele Kalorien das hat. 1000. Pro Schluck. Wir haben schon gesagt, wir sind Deutsche. Wir haben Berge, da wird nicht aufgegeben. Bis ganz oben. So, Luke wird angekettet. Safety first, er macht das ganz locker. Er ist jetzt schon höher als das Mädchen gerade vor ihm mit Sandalen. Er macht das ganz locker, glaube ich. Jawohl. Er macht es einfach ohne, er läuft einfach ohne die Steine da hoch. Alright. So, erster Versuch, zweiter Anlauf. Oh.
Oh! Oh. Oh. Verdammt! So, ihr Lieben, das war der Tag hier im Universal Park in Orlando, Florida. Ich bin ziemlich platt, aber das Gute ist, wir sind alle ziemlich platt, weil wir alle Nerds sind und das Rumlatschen hassen. Ja, unglaublich. $160 kostet die ganze Sache für einen Tag. Man kriegt hier einiges geboten dafür, ne? Aber wenn man so ein Karussellmuffel ist wie ich und Achterbahn nicht so geil findet, ich weiß nicht, ob es dann das Richtige ist. Was mich am meisten geärgert hat, es gibt hier so geile Merchandise, es gibt sogar T-Shirts, Figuren, zum Beispiel eine Dobby-Figur von Harry Potter, hätte ich gerne irgendwie in mein Studio hinten. Du zahlst dich dumm und dusselig. Also wenn man schon solche Preise, solche Eintrittspreise hat, würde man sich zumindest wünschen, dass das Merchandise nicht so krass ist. Ich bin da ein bisschen geizig und habe mir auch nichts gekauft, kein T-Shirt. Aber egal, es war auf jeden Fall ein Erlebnis. Allein diese ganze Harry Potter Nummer, das kriegt man nirgendwo anders. Also klar, wahrscheinlich in Europa auch im Park. Aber in diesen Parks, ich möchte wissen, wie viele Millionen die dafür verballert haben. Es ist wirklich ein Erlebnis und allein diese Zugfahrt irgendwie mit Harry Potter Experience durften wir leider nicht filmen, wo im Zug da was passiert und Hagrid an der Seite vorbeifliegt. Großartig. Also für Kinder muss das hier der Oberkick sein. Aber für mich, ja, es war eine tolle Sache und ich ärgere mich jetzt auch nicht, das Geld ausgegeben zu haben. Im Gegenteil. Das ist wirklich ein Erlebnis, was jeder mal gemacht haben müsste. Ihr Lieben, das war der Vlog für heute. Wir fahren jetzt noch weiter. Heute Abend ist Oktoberfest hier in Orlando. Das wird auch lustig, als Deutscher in Amerika ein Oktoberfest zu feiern. Das gibt es ja morgen im Vlog. Wir fahren jetzt nach Hause, shoppen noch ein bisschen. Hurricane Andrew ist ja zum Glück vorbei. Jetzt können wir die Sonne und das Leben genießen. Und heute Abend geht es zum Oktoberfest. Danke, dass ihr zugeguckt habt. Ich bin euer Stevino. Danke auch an Sascha und Familie, die mich hierher geschleppt haben. Und ja. Mit Luke hier war natürlich super. Luke hat mich hier durchgeführt. Danke, Luke. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.